Und Sohn von El Hakir war hier. Er hat gesagt, er ist Erbe und er will übernehmen. Und ich habe gesagt, nein, nein. Und er hat gesagt, doch, doch. Und dann habe ich sie ihm gegeben. Und er war voll des Zorns. Er hat gesagt, wir müssen Vergeltungsschlag machen, weil Dol Guruk macht seinen Vater tot. Ja, er hat ihn gefangen genommen, obwohl früher er ihm verkauft Palligan. Aber jetzt El Haki Pirat und er ist Novadi. El Haki Novadi und Dol Guruk nicht mag Novadi und deswegen Kopf ab. Nun, dies entspricht wahrscheinlich nicht der normalen Rechtsprechung, nicht wahr? Nun, Recht spricht die Richter. Richter sprechen Recht und Dol Guruk führt aus. Nun, ich gehe davon aus, dass der örtliche Preisgeweihter der Richter ist, nicht wahr? Nein. Also auch. Aber es gibt viele Richter. Stadt hat 6000 Einwohner und 100 Richter. Ich habe nicht gezählt. Jedes Mal sterben Richter und immer neue ernannt und ihr könntet auch Richter sein. Dol Guruk, wenn er geht durch die Straßen, ständig neue Richter. Er findet das Spaß. Nun, hier scheint einiges im Argen zu liegen in dieser Stadt. Man kann nicht also einfach Richter nennen. Ein Richter muss sich auskennen mit dem Recht. Mit dem Kopf- und Halsrecht. Sagt euch das etwas? Ich bin kein Richter. Nein, nein, ich... Theodor schon, dann könnt ihr da glauben. Ja, gut. Nun, ihr werdet euch auch vor einem Richter verantworten müssen. Für euren Anschlag auf mich und meine Gefährten. Hohepriester Praiodan. Auch vor ihm, ja. Ich kann natürlich euch nicht selber errichten, da ich da das Opfer bin, aber Aber nein, er ist einer der Schlimmsten. Wie meint ihr das? Drakonische Strafen, immer volles Maß. Ja, du klauen Apfel, du Hand ab. Ja, so Sachen. Das ist nicht gut. Nun, er spricht das Recht. Und er wird das richtige Recht sprechen, so wie sich das gehört. Nein, er unter Hand von Dol Guruk. Ein Preisgeweihter unter Hand eines Henkers, das glaube ich nicht. Du musst wissen, wie er geworden ist, Hohepriester. Nun, er wird von der Kirche ernannt, natürlich. Ja, aber er ist Hohepriester. Also, er ist Hohepriester. Groß. Nicht hoch, er ist groß. Du verstehst? Nun, ich bin zwar der ptolemäischen Sprache mächtig, aber aus allem Geschmack werde ich nicht recht schlau. Ich glaube, er ist eigentlich ein sehr, sehr großer Mann und halt dann Rugel reicht seinen Arme nach oben. So großer ja, Mann. Ja, groß, groß, so wie du. Groß und hager. Dünne Arme. Er ist Streckbank. Streckbank. Weißt du? Er macht so seine Arme und Beine auseinander und deutet dann die Streckbank an. Viel gezogen. Er ist hoch. Hohepriester. So geht das schon bei den Prioten. Das hast du mir aber nicht gesagt. Nun, so werden Prioten nicht ernannt, aber ich glaube, ich werde beim Tempel, örtlichen Tempel vorstellig werden müssen. So geht das natürlich überhaupt nicht. Nun, ihr bleibt hier an der Autostelle und geht nicht weg. Praiodor. Es ist wirklich klug, jetzt weitere Aufmerksamkeit auf uns legen, wenn wir vielleicht diesen Mann aus dem Gefängnis holen wollen. Er wollte uns vergiften. Das kann nicht ungestraft bleiben. Praiodor. Ja, ich gebe dir ja schon recht, aber nicht so. Unsere Aufgabe hat Priorität, das hast du selbst gesagt. Praiodor, sieht eure Kirche Strafminderung vor für Delinquenten, die sich der Kirche gegenüber als dienstbar erwiesen haben? Nun, noch hat er das nicht. Er hat uns nur das gegeben, was wir ohnehin von ihm erfahren hätten. Ich versuche nur, unserem guten Freund hier vielleicht einen Weg aus der Misere aufzuzeigen. Warte. Capodan Pascha hat gesagt, Papier hat er an finsteren Ort in Sümpf geborgen, ja? Es trägt Geheimnis, hat er gesagt. Wer es kennt, der wird wissen, wie er seinen Feind vernichten kann. Das hat er gesagt, bevor er gestorben ist. Ich habe ihn nicht verraten. Ich war es nicht. Ich bin im Widerstand.
Ich bin im Widerstand. Aber er hat das Papier hier gelassen und sein Sohn ist dann gefangen. Dolguruk hat Papier, Dokument. Dolguruk hat das Pergament. Wenn er das nicht vernichtet hat, so, ich kenne Dolguruk nicht gut, aber er hat Schatzkammer, ja, mit viele Papier und viele Dokumente. Er hat Papier in seinem Palast. Ihr müsst im Palast. Ihr müsst einen Palast. Ihr müsst wissen, wie ein Palast. Ihr geht in den Palast. Ihr schleichen an Dolguruk oder ihr macht anderes. Ihr müsst im Palast oder Palast gehen lassen. Da ist Dokument, dann könnt ihr wieder gehen. Ihr bringt euch, redet euch um Kopf und Kragen. Erst vergiftet ihr uns, dann probiert ihr uns zu einem Einbruch in den Herrscherpalast zu überreden. Was denkt ihr euch? Wer auf den Wellen reitet, der geht nicht unter, Effendi. Ich reite auf den Wellen. Ich nehme die Gezeiten, wie sie kommen, ja? Ja, ich glaube, aber wir brauchen dieses Buch. Pergamentbuch, wie auch immer. Wir brauchen das. Praiodur, erweckt dieser Tolduruk bei euch den Eindruck, sich wie ein rechtmäßiger Herrscher zu verhalten? Nun, er ist zumindest momentan der rechtmäßige Herrscher und wir können nicht so einfach in einen Palast einbrechen. Wie stellt euch das vor? Dolguruk, das hört sich für mich auch nach Unfug an. Dolguruk hat gesagt, er ist Sultan, ja. Er hat Ras Kazan getötet. Er war vorher Richter. Weißt du, Richterhaus am Palastviertel, am Nordstadt, ja. Da Richterhaus. Da, Dolguruk war Richter. Und Dolguruk hat gerichtet seinen eigenen Sultan und hat gesagt, ich bin jetzt Sultan. Und jetzt, er hat erneut viele, viele Richter. Er hat den tausendjährigen Zweihänder von Talusa. Und er verbreitet Angst und Schrecken in der ganzen Stadt. Niemand sagt mir was. Niemand sagt mir was, Effendi. Aber ich bin einer von den Guten, ja? Ich bin einer von den Guten, ich bin vorsichtig und ich bin im Widerstand. Und da schlägst du vor, dass wir uns in den Palast eines solchen Manns wagen? Ich schlage vor, dass wir den Sohn dieses Piraten aus dem Loch holen und uns zusammen mit ihm in die Sümpfe schlagen. Er wird wohl das Dokument gelesen haben und wissen, wohin es geht. Der Sohn von El-Hakir, dummer Mann. Ja, er Nuvadi, genauso wie El-Hakir, er kann auch nicht lesen. Er hat gesehen und hat mitgenommen, aber er kann nicht lesen. Ihr könnt befreien, Sohn von El-Hakir, ja? Das ist sicherlich gut für Moral, aber er weiß nicht, was das ist. Willst du mir ernsthaft sagen, er hat die Scheiße... Oh. Also er hat aber auch gesagt, stand da nicht in ganz normaler Schrift, sondern in Media. Ja, ich kann ja auch nicht lesen. Niemand von... Ich kann gar nichts lesen, aber... Praiodur ist doch ein gelehrter Mann, du kannst doch bestimmt viele Sprachen lesen. Nun, ich verstehe Tulamia und kann es auch lesen. In der Tat. Freunde, wir sind Freunde, ja? Ihr gebt mir Geld und ich gebe euch Hinweis, ja? Ich kann euch nur Hinweis geben, wenn ich kriege Geld. Ich bin Geschäftsmann. Freunde, ihr seid hierher gekommen, ihr bedroht mich. Ich habe nichts gemacht, ja? Du brauchst doch kein Geld, du willst doch nur eine Gegenleistung haben. Und dass ich dir hier und jetzt nicht auf die Fresse haue, ist doch eine gute Gegenleistung. Ronga, ich glaube, wir reden von einer symbolischen Geste. Greldig greift in seinen Münzbeutel und holt ein Kupferstück heraus. Oh, Freunde, das ist nicht... Freunde, Reis... Du missverstehst den Wert dieses Kupferstücks. Mit Praiodurs Segen könnte dieses Kupferstück auch den Wert deiner Straffreiheit haben. Ja, nun, das bleibt doch offen. Er muss gerichtet werden, vor einem ordentliches Gericht, Kirchgericht gestellt aber werden. Aber Effendis! Kann er mal überreden würfeln? Ja. Ich glaube, er könnte gegen mich gut gewinnen. Okay, ich würfel jetzt eine Überredenprobe gegen Haldan. Immer mal. Oh, er würfelt eine 19 und eine 20, das wirst du wohl schaffen. Mit deiner Menschenkenntnisprobe. Nee, er schafft er nicht. Also du hast jetzt ja schon nicht irgendwie. Also du hast mit dem Tee, das fand ich jetzt nicht nett. Jetzt kann ich dir nicht Geld geben. Also nee, finde ich nicht. Aber was wäre denn, wenn. Also wenn wir doch eh dahin gehen, ne? Und dann holen wir ja unser Papier. Brauchst du auch irgendwie Papier? Dann will ich was mitbringen. Ihr müsst mir geben, Effendi, ihr müsst mir geben Geld. Ich habe gesagt, ich bin im Widerstand. Ich vertraue euch. Und wenn ihr mir Geld gebt, das ist ja Teil von meinem Dieb. Ja, ich gebe euch Hinweis und für diesen Hinweis brauche ich Geld. Das ist nur logisch. Greldig bewegt die Kupfermünze aufreizend
rasch, reibend auf der Tischplatte. Effendi, meine, Effendi, er greift zu und würde sich gerne schnappen. Wir wollen doch nicht deine Kultur beleidigen. Effendi, so verstehen wir uns. Wir sind Freunde. Ja, ihr gebt mir Geld und ich bin zufrieden, obwohl ihr mich habt betrogen. Ja, so. Also gut, ich gebe euch Hinweis. Es gibt drei Möglichkeiten, die mir ad hoc einfallen. Ihr müsst nur kreativ sein. Ihr müsst ja gar nicht selber einbrechen. Das ist eine Möglichkeit. Ihr gebt den Palast, macht Einbruch und guckt, wo Pergament und klaut. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber ihr könnt ja noch andere Sachen machen. Ich habe euch erzählt, ich bin im Widerstand. Ich kann euch geben 6000 Leute von Talusa. Ja, vielleicht nicht 6000, aber sagen wir 500. Ja. Das ist nicht viel. Es gibt hier auch die Löwen von Talusa, die sind gefährlich, aber wenn die einfache Bevölkerung, sie hungert, ja, wir haben keinen Reis. Wir sind Reisbauern, aber wir haben keinen Reis, wir haben kein Essen. Ja, wir haben nichts zu essen. So, wir brauchen Essen. Damit kann man die Leute, man kann Ablenkung, ja, man kann eine Stadt zum Aufstand bewegen. Das, wir warten nur auf den Punkt, ja, und wenn ihr tapfere Helden seid, dann könnt ihr das schaffen. Ja, ihr seid die Helden, von denen man aus den Geschichten hört. Effendis, ihr seid Freunde. Ihr könnt diese Stadt zur Freiheit führen. Freiheit gegen Dol Guruk, sie warten nur auf euch. Aber wir brauchen Geld dafür. Ohne Geld funktioniert das nicht. Wir müssen all die Menschen zum Aufstand bewegen. Oder, wie gesagt, ihr brecht ein. Die andere Alternative ist, ihr geht zu Dol Guruk hin und macht Diplomatie. Er kennt euch nicht, ihr habt euch nicht zu Schulden kommen lassen, ihr seid keine Novadis, also bringt euch nicht um, ja? Ihr seid noch mit heiler Haut, mit weißer Weste, ja, sagt man so. So, und ihr geht da hin und sagt, hier, wir haben gehört, du hast Dokument, was willst du für Dokument? Das ist Diplomatie. Dann seid ihr Freunde von mir, ihr seid Effendis. Das sind die drei Tipps, die mir einfallen. Die Kunst der Diplomatie, die geheime Pfade oder der Toulouse Frühling, ja? Und ihr müsst wissen, was ihr machen wollt. Weil ihr seid Effendis, ihr seid Freunde, ihr seid Helden. Nun, wem es mir entsprechen um diesen Widerstand? Wenn wir ihn wirklich anführen wollen, mit wem müssen wir sprechen? Mit euch. Mit mir, ihr müsst mir Geld geben. Ihr seid doch nicht der Kopf des Widerstands, ihr seid ein Giftmischer. Ihr könnt keine Magie wirken, oder? Natürlich nicht. Ich bin ein Geweihter des Herrn Praios. Könnt ihr Lebensmittel herabregnen lassen? Aus Himmel? Nun, wir könnten Lebensmittel heranschauen lassen aus Janka. Nein, es muss schnell gehen. Wir müssen Dol Guruk stürzen, ja? Janka ist 3 Seetage von hier entfernt. Ja. Hin und zurück 6 Tage. Nun, vielleicht würde den Menschenmassen das Versprechen helfen, dass wir ihnen helfen. Effendis, ich bin ehrlich. Ich bin Kopf von Widerstand, ja? Aber nicht sagen, sonst ich bin toter Mann. Der Widerstand ist klein geworden, er ist zusammengeschrumpft, er wurde unterdrückt, ja? Wir haben ihn resigniert. Es sind nicht viele in Widerstand, nicht viele, aber ich bin Chef. So, aber wir brauchen gar nicht Widerstand, wir brauchen nur hungernde Menschen. Alle hungern, alle wollen essen. So, und ihr müsst haben Essen oder... Wir brauchen Tumult, ja? Wir brauchen brennende Gebäude. Ihr braucht Freiheit. Ja, Dol Guruk ist böse. Wir sind die Guten. Wir sind die Guten, er ist der Böse. Wir müssen anzünden. Irgendwas anzünden. Ja, dieser Dol Guruk wollte uns nicht vergiften. Warum gehen wir nicht einfach zu denen und fragen den nach dem Dokument? Ich meine, wir haben... Er hat... Palligan ist ihm sicher auch ein Dorn im Auge, oder nicht? Wenn diese Stadt an der Küste liegt. Ihr könnt fragen, ob ihr Gäste seid von Dol Guruk. Er ist Herrscher, er ist Sultan und wenn ihr fragt, dann kriegt ihr in seinem Palast eine Audienz, so sagt man, ja? Hatte der von Dol Guruk gestürzte Sultan Nachkommen? Raskazan? Das weiß ich nicht. Sicherlich viele. Aber die nicht hier. Die nicht hier, weil sonst Dol Guruk... Also, die es gab, sind tot. Weißt du, die Richter? Verständlich. Raskazan hatte also mindestens 10 Kinder. Ob er mehr hat, weiß ich nicht. Aber die sind alle tot. Weißt du, die sind alle tot und der Rest ist nicht mehr den Talusa. Ich weiß nicht, wie viele es sind.
Razkazan hat sicherlich große Potenz. Er war Novadi. Nun, ich schlage euch, wie sagt man hier im Süden, ein Geschäft vor. Ihr organisiert Widerstand, um Talusa zu einer freien und unabhängigen Stadt zu machen. Gefällt, ich brauche Geld. Und ich verspreche euch, eventuell ein gutes Wort für euch beim Richter einzulegen, damit ihr eurer, nun ja, gerechten Strafe sie etwas abgemildert wird. Ahmed, von wie viel Geld reden wir? Alles. Kann er mal überreden für seinen Bauernaufstand, weil die Gefühle ist, ich halte da schon ziemlich. Du bist ja auch ein Bauer, er wirft wieder eine 18, 19. Oh. Du wirkst nicht überrascht, also vielleicht solltest du den Bauernaufstand einleiten, also nicht eher du. Du solltest diese Widerstandszelle jetzt übernehmen. Also ich will nichts sagen, aber du hast es nicht so in dir. Du bist ja auch schon schamanerisch von den Gobbos. Ja. Schamanerisch also, bist du. Jetzt könntest du auch den Bauernaufstand von Talusa einleiten. Also, ich habe folgenden Vorschlag, okay? Dann redet. Also, wir gehen erstmal mit diesem Menschen, richtig? Doldodur reden. Dolgu, den Herrscher, mein dir. Genau. Wir fragen. Und wenn ihr sagt nein, dann können wir immer noch einen Bauernaufstand machen. Das kriege ich hin. Das traut ihr euch wirklich zu, in dieser fremden Stadt mit Menschen, die ihr nicht kennt, einen Aufstand zu führen? Ja. Na, nun gut. Wie wenn ihr mal Menschenkenntnis würfeln? Okay, wir können nicht. Haldan glaubt, er kriegt das hin. Glaub's nicht, er bekommt das hin. Nun, lass uns erst einmal mit dem Herrscher reden. Vielleicht ließe sich etwas ein unblutiger Ausgang dieses Szenarios erstellen. Ja, okay. Wenn ich das lieber machen möchte, machen wir das halt wieder. Und ihr bleibt hier in Ortsstelle und rührt euch nicht von der Stelle. Aber Effendi, das ist Zerdaracke, sie ist abgewrackt. Wir können nicht wohin, ja? Wir können nicht segeln. Das ist meine gute Seerosenblüte, ja? Effendi, wir sind Freunde. Wir sind keine Freunde. Ihr müsst mich nicht bedrohen, Effendi. Wir sind Freunde, wir sind gute Freunde. Außerdem bekomme ich noch viel Geld von euch. Ihr bekommt ein gerechtes Urteil. Das könnt ihr von mir erwarten, mir nicht. Effendi. So könnt ihr aus der Zedracke gehen. So langsam haben wir die ersten 2 Stunden rum. Und ihr wisst ja noch, dass eure Kogge demnächst ablegen wird. Möchtet ihr noch die letzten Überbleibsel aus der Kogge bergen? Was sollen wir da bergen? Ja, weiß ich nicht. Priodor. Eventuell können wir die Mannschaft der Kogge überreden, zurück in den ursprünglichen Hafen nach Janka zu segeln und Nahrungsvorräte hierher zu verschiffen. Was hast du überhaupt geladen an Bord, frage ich dir mal. Ich habe es nicht mitbekommen. Nahrung, die haben Nahrung geladen. Deswegen, man könnte ja sie... ich weiß nicht, ob ich ihn befehlen könnte, aber sie überreden könnte, die erstmal hier im Haft verbleiben, um eventuell eine Option für Nahrungsverteilung zu haben. Das wollen wir dann in Hand haben. Aber ich glaube, ich bin kein Sprecher von Janka, insofern ist es wahrscheinlich schwierig. Nun, wir könnten uns mit dem Kapitän über den Wert seiner Ladung unterhalten und ihn eventuell für 1 oder 2 weitere Tage anheuern, hier vor Ort zu ankern. Um uns weitere Optionen offen zu halten. Das sollte sicherlich nicht allzu teuer werden. Nun, so eine Handelskogge verbleiben, ist sehr teuer, vermutlich, wenn sie wirklich Geschäft im Süden weit haben. Nee, wir das können ja erstmal fragen. Das wäre natürlich eine Option. Wir können nicht versprechen, was wir nicht halten. Aber fragen können wir einmal. Schließlich ist es für eine gerechte Sache. Gesagt, getan.
Und so könnt ihr wieder zurück zum Evertempel gehen, eiligen Schrittes, denn die wirklich die letzten 2 Stunden nagen und rattern im Hintergrund, Sardinavs Zahn. Und ihr könnt auch schon bereits sehen, dass die Reling wieder eingezogen worden ist und die Leute sind auch schon in den Segeln. Und kurz bevor sie dann tatsächlich die letzten Taue abnehmen, könnt ihr dann an die Schiffe herantreten. Also rüber könnt ihr gerade nicht, weil die Planken eben nicht ausliegen, aber ihr steht dann davor und könnt dann sehen, wie Vassili gerade wohl irgendeine Flasche entkorkt und trinkt. Haltet ein! Fahrt die, wie nennt ihr das, dieses Brett aus? Da. Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen, Kapitän. Da, ihr seid gute Freunde. Kommt, legt die Planken aus! Ah, Planke. Wieder was gelernt. Ihr wollt wieder zurück, ja? Nein. Was würde es uns kosten, wenn ihr noch 1 oder 2 Tage hier verbleiben würdet in dieser bezaubernden Stadt? Nicht. Wir legen ab. Wir legen heute ab. Nun, Loser, gefährliches Pflaster. Ihr habt etwas an Bord, was uns vielleicht in dieser Stadt helfen könnte. Eure Nahrungsvorräte, was immer das sein mag. Wir haben gutes Essen. Nun, was würde uns das kosten, wenn ihr erstmal einen Tag hier bleiben würdet? Nein, nicht. Wir bleiben nicht hier. Ja, aber was kostet denn euer Essen? Die ganze Ladung. Ja, zum Beispiel. Wir haben Getreide. Das sind 30 Dukaten für einen Laderaum. Und wir haben Roggen. Das auch 30 Dukaten. Naja, das ist schon ganz schön viel, oder nicht? Oh, 60 Goldstücke, ich weiß nicht. Prior, was gibt denn die Spesenkasse von Ravigor her? Wir haben noch 3 Säcke mit Zwiebeln und Knoblauch. Jetzt würde ich mal gucken, was unsere Spesenkasse hat noch übrig. Hat? Weiß nicht. Ich hab's nicht mitgeschrieben. Also du hattest die Hälfte ausgeteilt, das heißt 25 Dukaten hast du noch und was ihr an eigener Barschaft noch dabei habt, das weiß ich ja nicht. Also das könnte durchaus sein. Brayodur, du bist ein bisschen geweihter mit dem einen oder anderen AP, also du hast da sicherlich noch du kannst auch das in der privaten Kasse kaufen. Ich würde dann zur Not auch der privaten Kasse bezahlen, ist die Frage, wo ihr Ich würde nämlich sagen, dass Travigor uns immer so 50 Dukaten ebenfalls Spesengeld mitgibt, wenn wir ohne ihn unterwegs sind. Und Priodo wird das wohl auch verwalten. Ich meine, wir haben ja einen guten Einkommen von der Baronie und dafür haben wir keine Ausgaben. Bist du Jagdmeister oder was bist du? Ich bin Wildhüter, Scharfrichter und Waffenmeister. Priodo ist unser Richter. Okay. Naja, also ich meine... Selbst wenn wir es nicht brauchen, ich glaube, hier kannst du ja auch wieder loswerden. Nun gut, wo lagern wir dann diese Nahrungsvorräte? Bei unserem guten neuen Freund. Wir sollten sie keinesfalls hier löschen, die Ladung. Wenn, dann sollten wir versuchen, in der Nähe von Ahmeds sogenanntem Schiff die Ladung zu löschen, sodass er sie gleich verstauen kann. Ihr traut diesem Ahmed wirklich? Er wollte natürlich sie vergiften. Trauen ist zu viel verlangt. Ein kalkuliertes Risiko ist dabei. Risiko? Ja, außerdem bist du ein sehr reicher Mann. Da, ich kann das machen. Ihr müsst mir nur sagen, wo ich abladen soll. Aber wir fahren heute wieder. Talusa gefährlich. Kapitän, wenn ich mir die Gezeiten ansehe, dann habt ihr durchaus noch etwas Zeit mit dem Ablegen. Können wir uns kurz ein paar Minuten beraten? Da.